Ja, zufrieden, auf jeden Fall. Ja, nicht über die gesamten 90 Minuten. Die erste Hälfte haben wir dann schon noch ganz schön viel liegen lassen. Und damit meinte ich vor allen Dingen das Thema Spielfreude oder Freude, auf dem Fußballfeld zu stehen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Die Jungs, die haben wieder akribisch gearbeitet, auch in der ersten Hälfte. Und eben versucht, sozusagen diesen Bock umzustoßen, Tore zu erzielen. Aber noch so ein bisschen verhalten oder gehemmt. Und das war in der zweiten Hälfte dann besser. Ja, und dementsprechend sind dann auch mehr Tore gefallen. Und für uns war eben wichtig, dass wir die Situationen, die wir kriegen, so viele wie möglich eben in Tore ummünzen. Und in den Spielen werden ähnliche Situationen kommen mit stärkeren Gegnern, ohne Frage. Aber wenn man eben die Möglichkeit hat, frei vorm Tor an den Ball zu kommen und den dann reinschießt, ist es egal, gegen welchen Gegner das ist. Ja, wenn man eben als Erster am Ball ist. Ja, und das haben die Jungs gemacht und deswegen kann man schon davon sprechen, dass wir am Ende zufrieden sind damit, dass wir endlich mal ein paar Tore geschossen haben. Der kräftige Schluck aus der Pulle mit Selbstvertrauen tut wahrscheinlich allen gut, ne? Ich hoffe es natürlich. Ja, wir sollten es jetzt nicht überbewerten. Ohne diese Gegner heute klein zu reden, war es ein Bezirksligist. Und das wird uns am Wochenende anders, eine andere Qualität erwarten. Im Spiel gegen den Ball, aber auch im Spiel mit Ball eine andere Qualität erwarten. Aber natürlich tut es immer gut, Tore zu erzielen. Es tut auch gut, Siege einzufahren. Und auch in einem Pflichtspiel, und egal gegen welchen Gegner. Und das wird uns auf jeden Fall helfen, ein bisschen befreiter jetzt zu sein. Also in der ersten Halbzeit haben sie es auch nicht schlecht gemacht, der Gegner. Wir waren vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen zu nachlässig, auch vorm Tor. Aber in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, haben wir unseren Stiefel runtergespielt und auch unsere Chancen genutzt. Apropos Stiefel, den hast du einmal dann richtig schön hingehalten. Glückwunsch zum ersten Tor für die Kickers. Ja, klar. Für mich ist das seit langem mal wieder das erste Tor. Es freut mich natürlich, jetzt auch für Würzburg ein Tor zu schießen. Und ja, so kann es weitergehen. Was kann man mitnehmen? 9:0 ist ja dann doch was, wo man möglicherweise auch richtig Selbstvertrauen getankt hat für die Liga. Ja klar, das war jetzt so ein bisschen das Manko, weil wir jetzt in 3 Spielen kein Tor geschossen haben. Und jetzt 9 Tore ist schon eine gute Anzahl. Aber natürlich gegen Mannheim ist es ein anderes Spiel. Aber darauf können wir aufbauen und können so weitermachen.